Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge bei Kettle im Kopf. Wir werden jetzt hier mal kurz weitermachen. Wie verlangt, wir haben jetzt einen Drescher, Schneidbahn auf den Schneidwerkswagen rauflegen. Wir haben hier Besuch, ein Reh ist hier. Ein seltener Gast. Machen wir ein Foto. Und, oh, Auto. Von hinten. Und noch mehr? Nee. Haben wir Glück gehabt, dass wir ein Foto gemacht haben, ne? Dann hätte es jetzt gecrasht. Die modernen Schneidwerker liegen mir lieber, aber denkt man auch, das ist eine Kostenfrage bei den großen Feldern. Das hat sicherlich da kostet fahren Macker nicht. Du. Aber müsste eigentlich jetzt passt so nicht, ne? Fährt er nicht rückwärts, der Bruder? Das verstehe ich mir nicht. Vorwärts ja, rückwärts mag er nicht fahren. So. Denn jetzt muss er auch einrasten, ne? So, jetzt haben wir ihn mal schon mal fest. Bleib unruhig. Dann fahren wir die Richtung mal vorbeilassen, die Brüder. So, lesen. Super, das Getreide hast du nicht auf Anhänger geladen. Ach so. Also lade ihn. Und bring ihn in den Transportmodus. Habe ich gefahren. Dann fahren wir mal dahin. Kommt Autos? Nee. Ein starker Betrieb hier. Viele Autos hier. Gut. Bringe die Ernte im Drehtag zum Hoflager. Um den Drescher gespannt, kümmert sich dein Helfer. Er bringt ihn zurück zum Landunternehmer. Und du kannst sicher die bei dir einlagern. Ach so, die Ernte bei mir einlagern. Oh, okay. Heute ist er sportlich, heute ist er fit. Ja, dann müssen wir bald wieder flügen, ne? Wir haben jetzt Ende Juli, kann man sagen. Und jetzt fahren wir mal Richtung Hof. Fragen wir mal den Drescher, ne? Ich finde das mit den Helfersystemen ganz interessant. Richtig interessant. Müsste man sich noch richtig mit beschäftigen. Alles funktioniert, ne? Aber im Großen und Ganzen ist es machbar, ne? So, rechts abbiegen. Weiße Elster, hier noch nicht gewesen. Hier ist der Hafen. Hochwasser gefährdet. Können wir innen drinnen fahren? Im Grunde schön Sound, ne? Ob man hören kann, jedenfalls.
Jetzt kommt die Brücke. Brücke, wenn wir. Ja, links. So. Und da kommt keine. Da auch nicht. Da kommt ein Bahnübergang, ne? Ob die jetzt noch Züge fahren? Schiff fahren auf jeden Fall hier. TÜV, TÜV. Bild machen wir kurz. Für meine Fans auf Steam. Können Sie vorweg ein paar Fotos sehen. So, auf zum Hof. Und gleich wieder abbiegen. Also der Mais wächst auch schön. So, Stoppschild erfahren, ne? Wird böse, böse. Ich muss irgendwie hinbekommen, dass das Lenkrad funktioniert. Genau weiß ich. Ich habe zwar schon kalibriert und alles gemacht, aber genau wie Attacking, da taucht auch nicht hin. Abbiegen müssen wir hier. Dann darf ich garantiert im Hof einlagern. Wie schön. Und sagen wir nicht den Anhänger rückwärts einfach in der Garage. Ungünstig. Mit Deichsel. Naja, lass mich überraschen, ne? Was kommt? Sie hätte man sicherlich abladen, ne? Naja, brennen so früh. Aber an die Kreuzung ran. Nur vier Gänge. Guck mal rechts, nix. Da auch nicht. Ah, oh, ja, Gas geben. Gas geben. Ja, bergauf, das ist so eine Sache mit dem Traktor hier. Da muss ich Tempomat nehmen. Dann schaltet automatisch runter. Entsprechend hoch. Ich habe so eine alte Kiste hier. Naja, so ein armer Bauer wie ich, ne? Bevor ich überhaupt Traktor hat, ne? Mit 5000 auf Konto, das ist nicht viel. Eine Reparatur und du bist vermögenlos. So. Hier mal die Außenansicht. Besser so sehen. Jetzt eigentlich in eine Halle reinfahren muss. Das kann natürlich sein. Da muss gleich mal richtig Position fahren, ne? Genau. Lade die Ernte ins Hoflager. Das habe ich schon geahnt, dass sowas kommt. Das ist aber recht klein, du. Da sind keine großen Maschinen vorgesehen. Oh, entladen. So. Immer Stopp. Dann die Maus aktivieren. Da. Ja, alles wird auch gleich ins Lager befördert, ne? Das ist auch die Geräusche ganz gut. Das gehört dazu. Stoppen wir nicht. So. Das war doch super. Jetzt kannst du Getreide ernten und auch den Getreidetransport hast du gut gemeistert. Auch vom Lohnnehmer hast du Lob und dein Umgang. Ah, wie schön. Umgang erhalten. Pleasure. Weiter. Jetzt springen wir ohne Zeit voraus. Wie lange weiß ich nicht. Klumpel Maisernte, ne? Regen, Gewitter. Na, jetzt haben wir September. Auf die Getreideernte folgt etwa 8 Wochen später die Körnermaisernte. Erinnere dich doch mal an Hinweis zur Sorte. Die Sorten, die Verwendung der Körner
spezialisiert sind und welche die ganze Pflanze geerntet wird. Körnermais wird mitrischer geerntet, mit dem auch schon das Getreide geerntet ist. Allerdings kommt es anderes Ausstattung. Es gibt hier keinen Schneidschnitt, sondern einen Anbau mit Maisvorsatz. Der Lohnunternehmer überlässt uns einen 6 Meter Vorsatz von Geringhof, den Mais da Horizon. Mhm. Weiter. Wo ist mein LKW? Gib dich zunächst um deinen MW-Truck, den Joskin Delta Cup Anhänger, zum Lohnunternehmer, wo du den Drescher übernehmen wirst. Ein Kollege wird dich da bei der Ernte unterstützen und dann im Mittag zum Feld bringen und dich abfahren. Achso. So, wo ist mein MW-Truck? So. Anhänger, na gut. Das hinten mehr Licht als vorne. So. Dann werden wir mal den anhängen. Jetzt machen wir den ganzen Spaß mit Mais. September, 17 Grad. Wird schon etwas kühler. Das war heftig. So, jetzt fahren wir mal zum Feld, ne? Bringe den Joskin Delta Cap Anhänger mit dem MW-Trax vom Unternehmer. Okay, das machen wir. Sicherlich da, wo das Waschen auf Waschnummer nicht. Wo ist der Punkt? Hinter mir. Den fahren wir anders, ne? Hier führen ja auch alle Wege nach oben, ne? Also das ist im Grunde egal. Hier könnte man tanken, wenn aber drin ist. Aber das wird noch reichen. 1,2 Kilometer. Wir haben hier viele tote Flächen. Oder Schild ist nicht das ist stabil, da habe ich jetzt nicht guckt. Und dann müssen sie noch schwächer rückwärts zu fahren. Du. Dann nur ein bisschen wieder raus rangieren, ne? Genau. Rückwärts ist so eine schwierige Sache, mein Traktor. Manchmal geht ganz gut, dann wieder schlecht. So. Da haben wir gerade links geguckt. Da und dann rechts. Okay, dann fahren wir eine Straße lang, ne? Und wieder, wenn wir links und rechts einen anderen Weg fahren würden, dann wäre es nicht ganz so dramatisch, weil der wird trotzdem dahin kommen. Irgendwo gibt es immer einen Weg zum Ziel. Jetzt wollen wir aber nicht geradeaus fahren. Aber auf Straße bleiben, Junge, auf Straße bleiben. Das ist mit der Tastatur nicht so einfach. Wenn Lenkung mal funktionieren würde, wäre es ganz schlecht. Vielleicht hat da jemand einen Tipp. Ich habe schon vieles probiert, aber bisher kein Erfolg. Vielleicht muss ich mir doch mal das Programm für die Lenkung mal aktivieren und nebenbei laufen lassen. So, Gas geben, Junge, Gas geben. Kilometer noch. Die Uhr irritiert mich, jetzt muss man zurückstellen. Das ist das 9. Und nicht 10.
Ach, hier ist er. Hier ist das Wohnmobil. Wie interessant. Der hat einen besseren als ich, du. Ich habe ja nur die alten Hallen, du. So, fahr den Meter zum Maisvorsatz zum Maisfeld. Aha. Der hat so ein riesiges Ding, Anhänger da. Bestimmt für ein LKW. Geht Tor alleine auf? Wie praktisch. Dann ist das Ding schon auf dem Feld. Jo. Fahre mit den Dreschers und samt. Achso, samt Maisfortsatz. Achso, da muss ich ja noch holen. Ich dachte, er wäre schon da. Das war gerade vom Tor, sieht so praktisch, dass er gleich wieder zuging, ne? Das Ding muss ich irgendwo stehen. Ah, da hinten. Natürlich was ungünstig, weil theoretisch jo, hätte auch schon ein Feld fahren können, ne? Na gut, das macht ja nichts. So lernen wir die Karte wissen kennen. Mal so den Kleinen. So. Jetzt fahren wir zum Maisfeld. Aber erstmal fahren wir zurück. Da kann er waschen. Drei Kerche. Wahnsinn. Sand hat er ja auch viel. Der muss mehr machen wie nur Feldarbeiten. Da ist Saatgut. Ah, Fahrräder, siehst du da, da Fahrräder. Schrott. So, fahre jetzt zum Maisfeld. Gas. Das macht ein bisschen besser, ist kein Anhänger dran, ne? Zum Fahren ein bisschen leichter. So, TTT. Maximale Geschwindigkeit, das ist in dem Fall 35. Da steht zwar was von 25. Aber nur Theorie, ne? So. Mal rechts abbiegen. Blinke? Keine Ahnung. Er hätte sowieso warten müssen. Ob ich nun gerade ausfahre oder jetzt abbiege, das ist völlig wurscht. Aber gut, sein Benzin. Normalerweise gibt der Klüger nach. Ein Bauer den Fall die Kuh, ne? Da ist schon mein Maisfeld zu sehen, aber weit weg noch. Böse fahren über den Kreisverkehr. Ja, mach Platz, Junge. Oh, ich bin müde. Gibt's doch gar nicht. Ja, das morgen frei ist. Wenn morgen nicht frei wäre, dann müsste ich jetzt im Bett verschwunden sein. Na gut, 9. Ja. Wenn ich einschlafe, auf jeden Fall. Weil. In dem Fall ist es so, dass ich ja Frühschicht habe und da ist mir lieber. Oh, hier sind Silos. Ey, wo fährst du lang, Junge? Wir haben die Silos gesehen. Das würde den gar nicht freuen. Dann haben wir irgendwie den Kreisverkehr zu großzügig umfahren. Ne? So, erste Ausfahrt nicht. Die nächste. Ja.
Was denn nun? Junge. Du willst mich jetzt ein bisschen durcheinander bringen. Da kommt er gerade her. Die waren doch richtig gewesen. Das war ein bisschen irreführend. Also irgendwie hat er jetzt den Plan nicht durchgeblickt, aber gut. Machen wir eine Innenansicht. Oh, da sieht man nicht viel. Wieder herbeigefahren. An der Säule links vorbei, an der Trafstation. Dann kann ich morgen wieder fleißig sein beim Bearbeiten. So, noch 43 Meter. Hat mein Maisfeld hier rechts. Oh Mann, da sieht nicht gut aus. Aber liebe Schauer, das soll es auch für heute schon gewesen sein. Ich sage mal schön Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, morgen geht's weiter und wir dreschen Körnermais. Da oben das links abfällt. Ja. Dann nochmal tschüss. Und bis dann und ciao. Tschüss.